Das bunteste, schnellste, größte Motorsportspektakel. Gerne und oft überschütten wir die Formel 1 mit Superlativen, auch auf die Gefahr, dass wir uns wiederholen. Sie ist eben immer wieder faszinierend. Auch immer wieder faszinierend ist der Blick auf die logistische Herausforderung, die die weltweite Megashow mit sich bringt. 19 Rennstrecken auf 5 Kontinenten, mal sind sie außerhalb, weitläufig, mal eng und mitten in der Stadt, wie hier in Singapur. Mit hunderten Tonnen Fracht im Gepäck gilt jedes Mal nur eine Regel: Alles muss punktgenau geliefert werden. Das Wie und Warum ist Sache der Logistiker. Was wir sehr achten müssen, eben, dass natürlich Zollaktivitäten im Empfangsland etc. alles stimmt. Aber da sind wir in der Zwischenzeit so Profis, dass wir da mit den Behörden ein sehr gutes Verhältnis haben. Aber dort spielt natürlich schon auch die Zeit eine große Rolle. Nach Monza zum Beispiel am 5. September, 2 Wochen später ist Singapur. Und da muss schon alles stimmen, dass wir dann mindestens am Dienstag, Mittwoch spätestens vor Ort sind. Dienstag, Mittwoch, im Klartext also keine 3 Tage vor dem ersten freien Training. Verdammt wenig Zeit, um alles an seinen Platz zu schaffen. Und zwar wirklich alles, denn nach Übersee reisen die Teams natürlich nicht mit den eigenen Trucks an. Chassis, Motoren, Reifen, Ersatzteile, selbst Benzin und 50 Tonnen TV-Equipment. Im Fall Singapur läuft alles über Luftfracht und das bedeutet hier 5 Flugzeuge und 140, 150 Container. Und die Logistiksysteme sind unterschiedlich, weil es unterschiedliche Anforderungen gibt. Das Fahrerlager ist zum Beispiel viel kleiner als der Bereich, in dem sonst die ganzen Teamtrucks parken. Wichtig deshalb für die Formel 1 bei der Wahl des Logistikpartners, dass der sich mit den Eigenheiten und auch Mentalitäten vor Ort auskennt. Lokale Gepflogenheiten sind manchmal schwer vereinbar mit dem strikten F1-Zeitplan. Die Asien-Spezialisten können so manches Lied davon singen, Beispiel China. Wenn die Formel 1 hier zum Beispiel in der Golden Week stattfindet, da hören in ganz China die Leute auf zu arbeiten, dann müssen die trotzdem ran. Selbst wenn es der wichtigste Nationalfeiertag ist, wir müssen unsere Probleme lösen, denn das nächste Rennen kommt. Manchmal mussten wir den Leuten erstmal beibringen, wie wichtig Vertrauen für uns ist, weil wir 500 Tonnen innerhalb weniger Stunden importieren müssen. 500 Tonnen hochsensibler und geheimer Fracht. Da braucht's Vertrauen, das nur über lange Jahre wachsen kann. Zum Glück für die Formel 1, denn vereinfacht gesagt heißt das: Egal wo auf der Welt der Königsklasse eine neue Spielwiese gebaut wird, die Logistiker sind schon vor Ort, kennen sich aus, wissen, wie der Hase läuft. Aktuellstes Beispiel: Südkorea. Lange halten sich Gerüchte um schlechte Infrastruktur und Verzögerung. Sorgen beim Grand Prix ohne sein Material dazustehen, muss sich aber ganz sicher niemand machen. Ja, da haben wir schon bereits Vorbereitungen getroffen. Das ist ja auch neu für uns, also nicht neu für uns Südkorea, aber dass ein Rennen dort ist. Und es ist auch nicht unbedingt eine halbe Stunde von Seoul entfernt, sondern ein bisschen weiter. Und da waren wir jetzt 2-3 Mal zum Vorabklärungen treffen und wir sind überzeugt, dass es auch dort klappen wird. Klar, schließlich heißt die Message der Logistiker: No one knows Asia like we do. Aber bitte, meine Herren, ganz so im Urwald liegt die Strecke von Yeongum dann auch wieder nicht. Wie auch immer, im nächsten Jahr steht dann schon die nächste Asien-Premiere in Indien an. Auch hier sind die Vorbereitungen in vollem Gange. Die Fans sind bereits gut vorbereitet. Vor knapp einem Jahr ist Red Bull Racing schon einmal auf Tuchfühlung gegangen, beim ersten Formel 1 Showrun in Mumbais Straßen. Schaut euch das an, wie viele Leute hier in Indien zusehen. Die Brücke ist viel besser geworden, als ich erwartet hatte. Eine tolle Konstruktion. Super. Die Vorfreude kennt keine Grenzen bei den indischen Fans. Begeisterung ist auch der Motor bei den Logistikern. Denn nur wer mit ganzem Herzen hinter seinem Job steht, kann darin wirklich gut sein. Ich bin ein großer Formel 1-Fan und war schon bei etlichen Rennen auf der ganzen Welt. Ich bin ein großer Fan von Lewis Hamilton und Jenson Button.
from that point of view, it's very exciting. Aus der Sicht eines Geschäftsmannes kann ich sagen, dass kein anderer Sport auf der Welt näher an das herankommt, was wir tun. Alles dreht sich um Logistik, um Teamwork, um Geschwindigkeit, schnell und gnadenlos sein. Und während das nächste Rennen läuft, ist das übernächste längst vorbereitet. Der Blick hinter die Kulissen der Logistik, immer wieder faszinierend. Und deshalb schauen wir da gerne auch immer wieder hin.